Heute ist wieder Schwärzler and Friends. Was passiert bei Schwärzler and Friends? Bei Schwärzler and Friends lade ich immer eine andere Person ein. Ein anderer Freund von mir, eine andere Persönlichkeit, ein anderer Bekannter. Und heute ist der liebe Herr Andy Brevi bei mir. Und ich freue mich mega, der Andy Brevi ist ein Mountainbike-Pionier, würde ich jetzt mal sagen, aus Österreich. Und Sportmoderator. Und ich kenne ihn aus diversen, wo kenne ich ihn eigentlich? Von diversen, ich glaub, von Masters of Dirt, von, ja, von diversen Veranstaltungen. So hat man sich kennengelernt. Der Andy hat immer wieder moderiert und genau, wir haben uns kennen und lieben gelernt. Und heute freue ich mich, ihn begrüßen zu dürfen. Und ich hoffe, ihr habt ein paar geile Fragen an ihn. Na, gewaltig! Moment, das ist jetzt gerade richtig laut. Jetzt muss ich da mal kurz was schau, Leidl, Leidl, schaut euch mal das Setup an, was der liebe Herr Andy Brevi da aufgebaut hat. Das ist ja unglaublich, ja? Das ist ja krass. Ja? Ich glaube, jetzt ist die Frage, wer von uns beiden da regelmäßig streamt. Ja, wenn schon, denn schon, oder? Wenn schon, denn schon. So, lieber Herr Andreas Brevi, aber kein Mensch sagt Andreas zu dir, oder? Na, also ich glaube, in der Geburtsurkunde steht schon Andreas drinnen, aber ich bin einfach nur der Brevi und das ist mir irgendwann einmal so. Name ist mir so gegeben worden und wenn ich halt der Brevi bin, bin ich halt der Brevi. Ist schon okay. Ich freue mich, dass wir mal ein paar Takte quatschen können. Unglaublich, unglaublich. Ladies and Gentlemen, ich habe ihn eh schon vorgestellt. Von wo kennt man denn Andy Brevi eigentlich? Früher definitiv vom Radfahren, unter anderem auch von Wetten, dass. Du hast mal bei Wetten, dass mitgemacht. Beim Thomas Gottschalk. Ja. Ja, stimmt. Das war das halt. Was war das? 2013 oder so, oder? Ja, das ist eigentlich schön, um mal ein bisschen in die Geschichte einzusteigen. Das war, glaube ich, 2011 sogar schon. War die letzte Außenwette damals mit Thomas Gottschalk und war ja unglaubliches Spektakel. Also da ist echt richtig zur Sache gegangen. Wir haben da eine Woche lang irgendwie im Snowpark rumgebaut und ich konnte es dann tatsächlich schaffen, dem John Simon, einem Snowboard-Olympiasieger, auf Schnee dann in diesem Snowpark davonzufahren. Und es war aber echt kein Kinderspiel, muss man dazu sagen, weil der hat auch Kids zu Hause gehabt, die wollten auch, dass der Papa gewinnt. Und ganz so leicht war das natürlich nicht, aber ich habe es dann schlussendlich hinbekommen. Für den Wettkönig hat es leider nicht gereicht, aber es hat dafür gereicht, die Wette zu gewinnen und ich bin dann, glaube ich, Zweiter geworden. Leider kein Audi, aber immer noch eine lustige Geschichte zum Erzählen und schön, sich daran zurückzuerinnern. Und ich habe auch gesehen, der Andi Wittmann war vorher kurz im Chat. Der war auch am Start und hat kräftig angefeuert, war eine richtig coole Zeit, hat mega Spaß gemacht, waren 5000 Leute am Berg und das Handynetz ist dann zusammengebrochen, was natürlich auch noch ein Punkt war, warum ich nicht gewonnen habe. War richtig heftig, aber war cool, war in Ischgl und war eine mega Geschichte, hat echt Spaß gemacht. Ich hab da noch eine Frage und zwar, ich weiß nicht, ob das die Leute auch interessiert, ich rede jetzt einmal mal und zwar, wie kann man sich das vorstellen, wie läuft denn das da ab? Du bewirbst dich bei Wetten, dass und sagst, hey, du hättest da eine coole Wette. Du wirst natürlich noch nicht mit der ausgearbeiteten Wette zu denen kommen, sondern die sagen, hey, coole Wette und dann wird mit dir gemeinsam diese Wette ausgearbeitet oder wie kann man sich das Ganze so vorstellen? Genau, also im Endeffekt ist es eh so, wie du es zusammengefasst hast. Also man bewirbt sich dort schon mit einer Wette und dann schauen sich das mal einige Leute an und sagen, ob das überhaupt realistisch ist und ob das cool ist. Das beurteilen die dann und wir haben dann ein paar Wetttests sozusagen gemacht am Hintertuxer Gletscher oben. Ähnlich so wie du heute mit dem Bike im Schnee unterwegs warst, war es damals auch und wir mussten uns halt im Snowpark über die fetten Kicker drüber hauen. War gar nicht so ohne, muss ich sagen, weil ja, wenn man die Fahrräder von damals mit denen von heute vergleicht, war das schon ziemlich heftig, wenn du da einfach mal so ja geradeaus über so einen 17 Meter Stepdown drüber musst und es war gar nicht so ohne. Aber hat dann gut hingehauen und dann gab es noch einen zweiten Ersatzkandidaten aus Deutschland. Der wollte dann aber da nicht drüber springen, weil ihm das doch ein bisschen zu heftig war. Und ich muss auch sagen, die Bedingungen waren alles andere als gut. Das war schon richtig sketchy. Alter. Aber schlussendlich
hat es dann hingehauen und ich war wirklich dankbar, dass die Wette damals angenommen worden ist. Also die Idee ist eigentlich entstanden mit dem Snowpark-Bauer von Ischgl damals und der hat quasi mit denen den Erstkontakt aufgenommen und mich dann auch als Fahrer dazugeholt. Aber es war wirklich spannend, weil das so die erste gefährlichere Wette wieder war, nachdem sich ja der Samuel Koch dort leider so schwer verletzt hat und im Rollstuhl gelandet ist. Ja, und es war gar nicht einfach, das Ganze überhaupt durchzubringen. Also es war schon ein ordentlicher Act. Okay, hey, vor allem, ich muss jetzt da mal einhaken, weil im Schnee über Kicker zu springen, ist definitiv, also du brauchst Eier. Warum? Es gibt nämlich so einen Punkt, du kannst, oder ich zumindest, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ich kann im Schnee nicht einschätzen, wie schnell ich wirklich bin. Wenn ich im Wald fahre, dann habe ich da überall Bäume, dann habe ich, ich weiß, allein schon beim Schauen, weiß ich, hey, ich bin jetzt schnell genug oder nicht. Und ich bin jetzt so schnell, dass ich diesen Sprung klären kann oder nicht. Auf dem Schnee, da kommen Umstände dazu von, ich kann nicht wirklich einschätzen, wie schnell bin ich denn wirklich. Zweitens, es kann einmal eine weiche Stelle oder so kommen und dann wieder harte Stelle. Du weißt nicht, wie schnell bist du jetzt wirklich. Drittens, die Snowkicker sind ja eigentlich fast oder ziemlich, haben ja ein bisschen einen anderen Shape auch noch wie die Mountainbike-Kicker. Also solche Sachen sind echt nicht ganz einfach. Vor allem, ich weiß nicht, wie hast du dir da getan mit der Geschwindigkeit? Weil ich finde es zum Beispiel, ich habe jetzt zum Beispiel, da wo ich auf dem Schneefahren war, ich fand es so interessant, weil ich bin da einmal halt den Steilhang gerade runtergefahren und habe dann nachträglich auf der GoPro geschaut und da war tatsächlich, das war bei 95. 95, ja gut, könnte mehr sein, aber ich hätte mir gedacht, ich bin 60 gefahren oder 50 vielleicht. Es hat sich so langsam angefühlt, ja, weil du hast nichts rundum gehabt, wo schnell geht. Wie hast du das so im Kopf? Na, ist total schwer, das richtig einzuschätzen, weil du eben durch diesen einheitlichen Schnee einfach überall dir die Bezugspunkte wahrscheinlich einfach ein bisschen fehlen und du halt mit dem Fahrrad im Schnee auch nicht den Grip hast, den du halt normal hast. Also es ist schon ein bisschen rutschiger, da hat den Skier natürlich ganz anderes Gefühl. Und jetzt mal aber ehrlich. Aber es war natürlich. Ja, und jetzt mal ehrlich, war die Wette, war da ein bisschen ein Fake dabei oder war das wirklich genau so und fertig? Na, es war absolut gar kein Fake. Also es war wirklich so, wie es war. Und die Pläne waren natürlich am Anfang ein bisschen anders, aber man muss sich dann natürlich auch ein bisschen an die Situation anpassen beziehungsweise situationselastisch genug sein, um das durchzubringen, weil wir haben nicht den Schnee gehabt, den wir uns erhofft haben. Das heißt, am Schluss war noch eine längere Gerade drinnen, wo noch mehr Jumps hätten sein sollen. Das ist dann nicht mehr möglich gewesen. Wir haben die Strecke auch mehrmals umgebaut. Es war auch krass, weil ich war das erste Mal testen, dann musste ich nochmal zurück nach Hause und dann bin ich wieder hin und dann war auf einmal der ganze Park anders und da waren brutale Boxjumps eigentlich drinnen, die keinen einzigen Fehler mehr verzeihen und wenn du da halt einhakst bei 15 Meter, dann ist der Knöchel einfach weg. Dann haben wir das Ding wieder umbauen müssen und bei mir war immer das Problem, dass man quasi jeder einen kompletten Tag hat warten müssen, bis man die Änderungen hat testen können, weil der Schnee dann einfach zu weich war, wenn der mit dem Pistengerät drüber gefahren ist. Und ich musste jetzt immer quasi die erste Bergbahn morgens nach oben nehmen. Das war so zwischen, ich glaube, 6.30 Uhr und 7 Uhr. Und dann musste ich mich aufs Bike hocken und dann musste ich über die Kicker springen, alleine oben in den Bergen. Während der Snowboarder eigentlich den ganzen Tag trainieren konnte. Und das war schon krass. Also es war heftig. Und ich habe auch, muss ich ehrlich sein, in den ganzen Tests, die wir gemacht haben, gar keine Chance gehabt gegen den Snowboarder. Also ich habe auf dem letzten Stück, wo es nochmal geradeaus ging, noch aufholen können, weil da konnte er nicht mehr beschleunigen. Ich konnte noch treten, wenn ich noch Luft hatte. Ja. Aber ich hatte keine Chance. An dem Wetttag war es tatsächlich so, dass es nochmal richtig geschneit hat. Dann sind die ganzen Rutschtrupps gekommen, haben den Schnee rausgerutscht. Also ähnlich wie beim Skirennen. Das war ein richtig heftiger Aufwand. Und ich glaube, da hat er dann vielleicht einfach auch nicht alles so perfekt erwischt. Ich habe in dem Fall wirklich alles mal richtig gut erwischt. Und konnte das dann für mich entscheiden. Also ich habe dann gewusst, drei Sprünge vor Schluss war ich gleich auf mit ihm und da habe ich gewusst, jetzt habe ich ihn. Und dann konnte ich eigentlich am Schluss nochmal reintreten und habe gewusst, das reicht. Obwohl es dann auch nicht wirklich großer Abstand war. Also war mega spannend und ich war so nervös. Da waren wir damals, da waren ja 14 Millionen Live-Zuschauer oder so,
Deutschland, Österreich, Schweiz, das wird ja auf ZDF, ORF und weiß nicht was alles übertragen, Schweizer Fernsehen auch noch. Und das war, also das war krass, wir waren auch mega nervös, wir wollten da einfach nur noch irgendwann runter. Und ich habe auch gesagt, hey, wenn es mich auf die Fresse haut, dann muss ich schauen, dass ich noch irgendwo einen Flip ziehe oder sowas, damit ich wenigstens ja, gut ausschaue, wenn du aufs Maul gehst. Ja, genau. Okay, jetzt geht's los. Echt? Thomas Gottschalk. Top, die Wette gilt. Also, das ist der Andy Brevi im Jahr 2011, Alter. Frühstart. Ja, ja, nee. Einfach nur guter Start. Das ist der Denn es gibt Stellen, da ist der Snowboarder natürlich viel schneller. Yo. Und dann wieder Stellen, wo der. Man sieht schon, ja, die Sprünge sind schon nicht ganz ohne. Da also waren schon ein paar Kurde dabei, muss ich ehrlich sagen. Bei Glatteis draußen war, weiß ungefähr, wovon ich spreche. Der Snowboarder ist eigentlich absolut im Vorteil, weil er viel mehr Halt hat und Grip. Du lieber Himmel. Ich habe ihn gar nicht gefragt, ob er rechtzeitig noch richtig aufgepumpt hat. Ich sehe das jetzt halbwegs live, aber da waren echt so Steilhang, wo halt irgendwie 80, 90 km/h auch waren, in so einen Speedjump rein, wo du halt auch gute 20 Meter geflogen bist. Das war schon echt heftig, ja. Vor allem halt auf der Kamera schaut sowas halt, oder im Fernsehen schaut sowas richtig wild aus. Der ist ja echt vollkommen verrückter Mann. Boah. So, jetzt haben wir es gleich. Aber auch nur fast. Ja, und am Schluss war eben dann noch dieses längere, gerade Stück, wo ja, eigentlich noch ein paar Jumps hätten sein sollen, die aber dann leider nicht mehr möglich waren zu bauen, was schade war, aber ja, okay, ja, mir hat es mega Spaß gemacht, einfach den Bikesport ein bisschen in die Öffentlichkeit zu bringen, und so eine Chance gibt es halt irgendwie auch nur einmal im Leben, und war richtig geil, und ich fand es auch, für mich war Wetten, dass als Kind immer so die krasse Sendung, da durfte man dann mal länger aufbleiben, da durfte man mit den Eltern dann schauen, dann hat man sich die Baggerwetten reingezogen, und es war einfach richtig cool, und es war echt so ein Live-Goal, da vielleicht auch mal selber mitzumachen, und als es die Chance gegeben hat, war klar, hey, das musst du jetzt machen. Also das ja, voll, und da muss ich Vollgas geben. Jetzt sehe ich nämlich schon wieder das nächste Thema, auf das ich ansprechen will, und zwar, was hast du da an der Hand? Ach so, ja. Ja, leider mal wieder schiefgegangen. Erzähl. Ja, es war eigentlich ein blöder Sturz auf dem Pumptrack und nur irgendwie so einen Transfer springen wollen, und klassischer Nosehanger to over the bars und Handstand, und ja, habe ich mir gedacht, ja, mein Gott, Hand tut weh, Knie tut weh, Schulter tut weh, aber die Hand hat es leider doch ein bisschen schlimmer erwischt, und ja, somit leider ein bisschen Zwangspause, aber es soll schlimmere Zeiten geben, sage ich mal. Im Moment verpasst man ja nicht allzu viel, und ich hoffe, das wird möglichst schnell wieder. Leider muss noch eine OP her, muss noch mal ein bisschen Metall raus, aber wichtig ist ja, dass die Hand wieder gut funktioniert und dass man wieder bereit ist. Was ist genau kaputt? Was ist genau kaputt? Das Kahnbein, das Kopfbein und ein Band ist leider gerissen. Und das Band ist leider die mühsame Geschichte, weil das dauert. Und ja, das musste man leider irgendwie blöd ziehen. Na echt? Die Knochen sind ja gar nicht so wild, aber ja, das blöde Band ist nervig, und deshalb muss man den Draht da nochmal rausoperieren. Das ist ein bisschen lästig, aber ich bin in guten Händen. Sensationell. Haupt, jetzt, was dreht sich in deinem Leben jetzt gerade rundherum? Was machst du in deinem Leben? Weil dein Hauptberuf ist ja aktuell, steht ja schon seit einem Jahr, sage ich jetzt mal, still, und wird auch definitiv noch über die nächste Saison oder über diese Saison stillstehen. Was sind deine Pläne? Was machst du überhaupt? Das würde mich jetzt echt interessieren. Ja, das war letztes Jahr natürlich schon eine ziemliche Watschen. Also dass da auf einmal eine Pandemie irgendwie die gesamte Welt lahmlegt. Das ist ja seltener als ein nüchterner Bräutigam bei einer kroatischen Hochzeit. Ja? Das passiert ja normal nicht. Ja? Ja. Es war dann natürlich total schwer. Also ich kann mich echt noch erinnern, als wäre es gestern gewesen. Ich war irgendwie 3 Tage vor der großen Masters of Dirt Show in der Wiener Stadthalle am Punkt, wo ich meine Taschen zusammengepackt habe fürs Hotel und war eigentlich ready to go, und alle Unterlagen waren da, und dann
kam auf einmal der Anruf von meinem guten Freund Georgie und der mir dann halt gesagt hat, hey, Pressekonferenz ist noch nicht offiziell raus, aber... Wenn ich kurz unterbrechen darf, Georgie, der Georgie ist dein Kindheitsfreund, oder? Genau, ja. Also das war eigentlich immer mein Nachbar. Ah, echt, also unsere Elternhäuser. Genau. Ah, so haben wir auch gemeinsam begonnen zum Radlfahren. Da kann ich dir dann auch noch ein bisschen was dazu erzählen. Ah, geil. Es war dann halt echt irgendwie ein richtig schwieriges Jahr, weil auf einmal, okay, dann ist halt eine Veranstaltung weg, aber dann ist halt die zweite weg, die dritte weg, die vierte weg und ich war ja teilweise gebucht bis 2 Jahre im Voraus und da habe ich ja auch damit mein Geld verdient. Und dann ist halt leider echt zu dem Zeitpunkt so gewesen, dass ich gesagt habe, ich muss mich jetzt da irgendwie ein bisschen neu strukturieren, ich muss mich aber auch irgendwie beschäftigen in der Zeit. Dann ist mal das Brevi Meets entstanden und was ich jetzt gemacht habe, ist halt eben auch eine neue Kooperation mit Ghostbikes einzugehen, mit denen ich jetzt gemeinsam an neuen Projekten arbeite, was einfach richtig cool ist, da mit einer Brand jetzt zu kooperieren, was einfach super Spaß macht, wo man gemeinsam einfach versucht, was Cooles zu schaffen und und dann halt eben zu hoffen, bis es vielleicht irgendwann doch mal wieder weitergeht mit den Veranstaltungen. Ja. Und mega cool. Ja, ihr habt heute tatsächlich gesehen bei meiner Recherche, dass du ja da wahrscheinlich einen sehr coolen Deal mit Ghost hast. Du bist ja mit dem Slavik zusammen, glaube ich, einer der Hauptteamfahrer, wenn ich das so richtig gesehen habe oder interpretiert habe. Ja, also meine Aufgabe ist jetzt halt als Brand Ambassador, als Markenbotschafter quasi die ganze neue Full Party Line nach außen zu tragen und wir haben da einiges vor. Wir wollen auch ein neues Dirtbike entwickeln, sieht den Prototypen eh schon im Hintergrund. Und die neuen Enduro-Bikes und was mir einfach extrem gut gefällt auch an der Marke ist, du weißt, ich war vorher bei Scott, die habe ich auch super gefeiert. Aber was mir jetzt gut gefällt, dass wir da einfach gemeinsam wirklich an einem Strang ziehen, versuchen Veranstaltungen aufzuziehen, wo ich mein Know-how wieder mit einbringen kann. In die Entwicklung der Bikes kann ich mein Know-how mit einbringen. Und einfach leistbare, coole Bikes auf den Markt zu bringen, die sich vielleicht auch mal ein jüngerer Mensch leisten kann. Weil ich finde Santa Cruz Bikes auch geil, ja, aber ich sehe es teilweise halt nicht ein, warum ich 12.000 Euro für ein Fahrrad bezahlen muss, was von der Ausstattung her nochmal schlechter ist als jetzt eins von Ghost. Ja. Und das finde ich halt dann teilweise schon krass. Also wie überrede ich denn meinen Papa, dass er mir ein 12.000 Euro Fahrrad kauft? Und das finde ich halt irgendwie schade, weil da werden halt ganz viele Steine, neuen Talente in den Weg gelegt, weil halt das einfach nicht mehr zu finanzieren ist. Ja. Und ja, da freue ich mich riesig auf die Kooperation und ich bin, anders als der Thomas Slavik, der halt ein brutaler Rennfahrer ist, bin ich halt eher in einer anderen Richtung unterwegs und versuche halt dahingehend mit der Marke coole Sachen zu machen und zu veranstalten und ja, was Cooles auf die Beine zu stellen. Kannst du einen Double Backflip? Nein. Nein. Okay, die Frage kommt ganz oft und zwar, wie alt bist du überhaupt? Tja, sollen die Leute mal schätzen. Nein, ich bin im ins Alt. Warum sagt das? Na, wie witzig. Aber jetzt bist du gerade ein bisschen roh geworden. Ne? Das haben wir jetzt gefeiert. BMW oder Audi? BMW. BMW. Okay, interessante Frage. Meinung zu Kleino. Ja, dein Label, also cool. Cool. 27,5 oder 29 Zoll? Zum Bikepark, Spaß haben, 27,5, so auf normalen Touren 29. Der Philipp, cool. Der Philipp S. fragt, was ist dein härtester Trick oder dein spannendster Trick oder dein coolster Trick? Oh, ich muss ja sagen, ich war ja da ein bisschen auf Sparflamme, weil ich mich ja wirklich die letzten Jahre sehr auf die Moderationsgeschichten konzentriert habe. Aber ich habe davor immer sehr gern Supermans oder Superman Seat Grabs gemacht. Finde ich geil. Ja, also meine Signature-Moves, die haben mir mega Spaß gemacht. So, ich finde halt, Superman ist nicht gleich ein Superman, sondern du musst den halt schon richtig machen. Ja. Das hat mir halt immer Spaß gemacht. Ja. Ich denke, da werde ich auch wieder ein bisschen dran arbeiten. Jetzt habe ich ja wieder Motivation mit einem neuen Partner. Und das habe ich aber bei Wetten, das vermisst, gell? So ein schöner Superman, wäre schon geil gewesen.
Dürft man nicht. Leider. Was? Nicht, oder? Nein, da haben wir ein striktes Trickverbot gehabt, sonst hätte der Snowboarder da auch was drüber zwirbeln können. Aber ja, das war halt alles damit verbunden mit dieser Geschichte, die ich vorher schon angesprochen habe, mit dem Samuel Koch, der sich da so schwer verletzt hat. Und dann war das leider alles nicht so möglich, wie wir uns das gewünscht hätten. Ja, interessante Frage. Es ist leider weg, ich weiß nicht mehr von wem. Und zwar war die irgendwie so in die Richtung, welches Bike feierst du abseits von Ghost? Also welche Bikes feierst du sonst noch so, abseits von Ghost? Also wenn du jetzt keinen Ghost-Partner hättest, was würdest du dann fahren? Ich finde das eine interessante Frage, weil, ja. Wenn ich keinen Partner hätte, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass ich mir vielleicht so ein YT oder sowas besorgen würde, weil ich finde auch, dass da das Preis-Leistungs-Verhältnis halt ganz gut passt. Und ich bin halt einmal auf einem draufgesessen vom Adolf Silva und das hat sich ganz cool angefühlt. Hast du eine Freundin, fragt der liebe MTC. Nein, im Moment nicht. Dann sollen wir die mal anmelden für Schwärzlerschiff, oder wie? Das wär's, oder? Das wär's, ja. Muss ich mal einen guten Crush raussuchen. Ja, voll. An dem du verzweifelst. Genau, also, alle Mädels da draußen, aber ich glaube, da werden wohl keine Mädels in seiner Altersklasse da sein, leider. Aber wenn eine da ist, der Andi, ich singe. Okay, genau. Adios amigos, danke, cheers, adios und servus.